Ich grüße Sie zu unserem digitalen Gottesdienst an Palmsonntag. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir feiern gemeinsam im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Immer mehr, immer weiter, immer größer. Ein Grundzug im Leben vieler Menschen, gerade in unserer kapitalistischen Gesellschaft. Immer bessere Ausbildung, immer mehr Umsatz, immer bessere Maschinen, immer sicherere Bedingungen, immer exotischere Urlaubsziele. So funktionierte unser Leben bis vor 3 Wochen. Wie selbstverständlich hielten wir so manchen Luxus in unserem Leben. Bei schönem Wetter saßen wir draußen im Eiscafé oder im Biergarten. Bei schlechterem Wetter stand ein Museumsbesuch oder das Theater auf dem Programm. Wir haben alle unseren Urlaub für 2020 geplant. Vielleicht sogar eine Flugreise oder auf einem Kreuzfahrtschiff. Wir haben einen Drang nach mehr und wollen dabei nicht verzichten. Die diesjährige Fastenzeit hat uns manchen Verzicht auferlegt, wovon wir am Aschermittwoch noch nicht geträumt haben. Und es wäre wahrscheinlich ein Albtraum geworden. Und das Ende dieses Verzichtes lässt sich noch nicht benennen. Zumindest ist es nicht Ostern, wie sonst in jedem Jahr. Verzicht fällt nicht einfach, besonders wenn er von außen auferlegt wird. Weniger ist genug. Das lernen wir im Moment. Vielleicht gar nicht einmal so schlecht, hatten wir doch alles in Saus und Braus und haben manchmal geschmunzelt über die Debatten in Bezug auf die Klimakatastrophe und den Raubbau an der Natur. Der Predigttext für heute, eine Episode aus dem Leben Jesu kurz vor seiner Verhaftung, konfrontiert uns mit einem ähnlichen Konflikt. Hören wir hinein in das 14. Kapitel des Evangelisten Markus, die Verse 3 bis 9. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Ach, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Da hätte mehr drin sein können, so denken die Jünger. Da hätte man doch Geld draus machen können, das den Armen geholfen hätte. Welch eine Verschwendung! Wir fragen heute auch nach Investitionen. Welcher Betrieb braucht jetzt Subventionen, um zu überleben? Wir tadeln die großen Konzerne, die ihre Mieten nicht mehr zahlen wollen, und sehen auf die kleinen Geschäfte, denen keine Mietminderung gewährt wird. Wir sind gefragt nach unserem Einsatz für das Gemeinwohl. Wer wird am Ende dieser Corona-Krise noch überleben? Welche Betriebe werden bankrott gehen? Wie viele werden arbeitslos?
Wo wird heute verschwendet? Wo haben wir in der Vergangenheit verschwendet, ohne dies überhaupt zu registrieren? Ich will heute nicht den Zeigefinger erheben. Der Predigttext fordert heraus, darüber nachzudenken, ob wir genug getan haben und wo wir uns dem Gebot der Stunde entzogen haben. Sie hat getan, was sie konnte, sagt Jesus zu seinen Jüngern im Blick auf die Frau, die ihn gesalbt hatte. Ihre Investition war gut, auch wenn man hätte Geld aus dem Öl machen können. Und Vorsicht, auch der Arme lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jeder Art der Liebe, die Menschen in ihren Dienst nimmt. Schauen wir nur auf die aufopfernde Zuwendung des Pflegepersonals in unseren Krankenhäusern und Altenheimen. Der Impuls von Jesus tut heute gut. Unser Handeln wird sich daran messen, ob wir Dinge mit ganzem Herzen gemacht haben. Jesus weist den unersättlichen Drang nach mehr in die Schranken. In der Geschichte macht er deutlich, dass die Frau mit ihrer Salbung nicht das ganz große Ding gemacht hat. Sie hat ihn nicht zum Messias, zum König aller Könige gesalbt, sondern eine Leichensalbung vollzogen. Das war das Gebot der Stunde, nichts anderes. Und das hat sie gemacht. Wir als Christen fragen uns vielleicht im Moment, was können wir tun? Müssten wir nicht? Und da fallen uns gewiss genug Dinge ein. Aber heute sagt uns Jesus, weniger ist genug. Was nach Gottes Willen und von Herzen getan ist, das reicht. Und seid zufrieden mit dem Guten, was ihr tut. Lasst euch nicht unzufrieden machen von einem ständigen Drang nach mehr. Weniger ist genug. Amen. Heute ist Palmsonntag und es beginnt die Karwoche. Ab morgen finden Sie auf diesem YouTube-Kanal und auf der temporären Webseite unserer Kirchengemeinde Kurzimpulse zum biblischen Passionsbericht. Immer an einem anderen Kreuz gelesen. An Ostersonntag wird um 9 Uhr in Niederwehrbach das Ostergeläut zu hören sein und danach von 3 Stellen im Ort mit der Trompete Christ ist erstanden erklingen. Auf den beiden Friedhöfen in Niederwehrbach und in Frankenhausen finden Sie an den jeweiligen Kapellen bzw. Kirchen Osterkerzen zum Entzünden für die Gräber Ihrer Verstorbenen. Lasst uns nun gemeinsam beten. Ich lade Sie am Schluss ein, das Vaterunser mit mir zu sprechen. Heute begleiten wir Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem. Wir erinnern uns an sein Leiden und Sterben und verbinden uns mit allen Menschen, die heute unter Angst und Krankheit und Tod leiden. Für sie und auch für uns wollen wir beten. Wir beten für unsere Gemeinden und für die Christen weltweit und für alle Menschen, die gerade in diesen Tagen hoffen, dass Gott ihnen hilft und sie rettet. Für die Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und überall auf der Welt um ihr Leben kämpfen. Für die Verstorbenen, deren Leben nicht gerettet werden konnte. Wir sind dankbar und beten für die Ärzte, für die Pflegekräfte und die anderen Helfer, die bis an ihre Grenzen gehen, um Menschen zu heilen und zu schützen. Wir beten für Frauen und Männer und ihre Familien, deren wirtschaftliche Existenz der allgemeine Stillstand bedroht. Und für die vielen Menschen, die anderen ihre Hilfe anbieten und neue kreative Wege der Unterstützung finden. Wir beten für die Verantwortlichen in Politik und Wissenschaft, die immer wieder neu zwischen dem Schutz des Lebens und dem Fortbestand von Wirtschaft und Kultur abwägen müssen. Wir beten für alle Menschen, die sich auch in dieser schwierigen Zeit für Frieden und Zusammenhalt in Europa einsetzen. Für alle, die über Grenzen hinweg Hilfe leisten, um die Schwächsten zu pflegen und zu heilen
und die Versorgung für alle zu sichern. Beten wir auch für alle, die mit Sorge und Zuversicht das Zusammenleben nach der Krise gestalten wollen und schon jetzt vorausdenken. Für die Menschen mit Mitgefühl und Solidarität, die dem Gemeinwohl den Vorzug vor dem Eigennutz geben. Wir beten für alle Gläubigen, die Halt und Orientierung suchen und die Kar- und Ostertage außerhalb der vertrauten Kirchenräume verbringen. Und für alle Männer und Frauen, die mit Worten und Zeichen, mit Musik und Licht neue geistliche Impulse für Einzelne und für die Gemeinschaft geben. Vertrauensvoll beten wir gemeinsam mit Jesu Worten zu dir, Gott. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gütiger Gott, dein Sohn Jesus Christus ist als Friedenskönig in Jerusalem eingezogen und unschuldig den Weg des Leidens bis zum Tod am Kreuz gegangen. Wir danken dir für seinen Tod und seine Auferstehung. Sie lässt uns hoffen, dass das Leben siegt, hier und jetzt und bis in deine Ewigkeit. So segne und bewahre uns der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen eine gute Karwoche.